Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Habeck. Ich freue mich, heute hier sein zu können bei der Comic Invasion im virtuellen Rahmen. Ich möchte Ihnen heute etwas über Deutschlandbilder im US-Superheldinnen-Comic erzählen. Vielleicht kurz zu meiner Person vorab. Ich bin einer der Organisatorinnen vom Berliner Comic Kolloquium. Das ist eine Gruppe, die sich während des Semesters an der Humboldt-Universität am Institut für Europäische Ethnologie, momentan virtuell, trifft, um über Arbeiten zu Comics zu sprechen, die sich meistens wissenschaftlich mit Comics auseinandersetzen, aber es sind auch schon Comic-Projekte vorgestellt worden, Ausstellungsprojekte vorgestellt worden. In der Regel finden wir mittwochs während des Semesters statt, eigentlich zweiwöchentlich, aber es hängt immer davon ab, wie viele Vorträge wir im Semester kriegen. Solltet ihr Interesse an Comics haben, selber zu Comics arbeiten, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Internetseite blende ich nachher ein. Aber jetzt soll es hier um Deutschlandbilder im US-Superhelden-Comic, Superheldinnen-Comic gehen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auf der Startfolie einen kleinen Fehler gemacht habe. Da habe ich erst deutschen Bilder geschrieben, dann habe ich das korrigiert in Deutschlandbilder, aber habe das EN von Deutschen drin gelassen. Jetzt ist es halt Deutschlandbilder. Das stört aber, glaube ich, nicht. Worum wird es heute in dem Vortrag gehen? Ich komme selber aus der historischen Stereotypenforschung. Mich interessieren die Stereotypen, die in Comics benutzt werden, über Comics verbreitet werden, sich in Comics niederschlagen. Das interessiert mich spezifisch eben bei deutschen und Deutschlandbildern im US-Comic. Und ich möchte kurz erklären, warum mich Stereotype eigentlich interessieren, warum sie bei Comics gut zu untersuchen sind. Als nächstes stelle ich die Frage, ob man denn auch Landschaften, Länder und Orte überhaupt stereotypisieren kann. Untersuche das dann in Deutschland an drei Fallbeispielen, nämlich in Berlin, den Bayerischen Alpen und dem Schwarzwald und komme dann hoffentlich zu einem Resümee, was das Ganze irgendwie wieder an die Anfangsfragen zurückbringt. Ja, warum Stereotype in Comics? Comics sind, das hat der Comicforscher Martin Schiefer 2008 geschrieben, eskapistische, oder zumindest die US-Superheldinnen-Comics, sind eskapistische Identifikationsangebote an die LeserInnen. Das heißt, hier werden häufig relativ vereinfachte kulturelle Angebote gemacht der Identifikation. Das liegt zum einen an dem Medium Comic und auch der Produktionsform des US-Superhelden-Comics, der wenig Raum hat, vor allen Dingen in der Startzeit noch nicht seriell auf Kontinuität angelegt war, sondern in einer Episode was erzählen musste, also sehr kurz und knapp in die Story einsteigen musste, den LeserInnen verständlich machen musste, worum es geht und dann den Plot entwickeln konnte. Das ist mittlerweile alles ein bisschen komplexer geworden. Der Comic ist ein serielles Medium geworden. Die Geschichten werden über teilweise Jahre entfaltet und können sich entwickeln. Auch die Figuren können sich zum Teil zumindest entwickeln. Aber die Ursprünge sind in dieser sehr reduzierten Arbeitsweise zu sehen. Das ist natürlich eine Einladung für Stereotype. Denn was sind Stereotype? Stereotype sind starre, gruppenzugeordnete Eigenschaften, die man sehr leicht wiedererkennen kann, die sich sehr lange halten und die damit im kulturellen Gedächtnis einer Gesellschaft stark verankert sind und Wiedererkennungswerte schnell möglich machen. Also man erkennt an einzelnen Dingen sehr schnell, das ist ein Franzose, das ist eine Deutsche, das ist ein Spanier, zumindest der Idee nach. Ob das tatsächlich so einfach immer ist, ob das der Realität entspricht, ist dabei gar nicht die Frage, sondern eben, ob in der jeweiligen kulturellen Gruppe die Informationen abgelegt sind, dass man anhand dieser Informationen das schnell erkennt. Der Historiker Hans-Henning Hahn setzt noch einen drauf bei der Stereotypendiskussion und sagt, Stereotype sind immer emotional aufgeladen. Das heißt, Stereotype sind nicht einfach eine feste, starre Zuschreibung, etwas, was ich vielleicht das Klischee nennen würde, also der Franzose läuft immer mit einem Baguette und zu einer Baskenmütze rum, sondern Stereotype erzeugen bei uns eine Einstellung. Wir lehnen etwas ab, wir fühlen uns überlegen, wir haben Angst, wir freuen uns. Diesen Charakter von Stereotypen, den bei Landschaften zu finden, das wird eine der Aufgaben gleich sein. Wichtig ist eben im Hinterkopf zu behalten,
Stereotype brauchen eine gemeinsame Grundlage, eine kulturelle Grundlage, sie sind nicht einfach nur individuell. Das wäre für mich das Vorurteil. Da gibt es in der Forschung Unterschiede zu. Einige nennen das, was ich Stereotype nenne, auch Vorurteile. Ich unterscheide Stereotype als Gruppenzuschreibung, während Vorurteil das ist, was ich persönlich individuell habe. Das kann ich auch mit anderen teilen, meine Vorurteile. Und sobald die tatsächlich starr und etabliert in der Gesellschaft sind, werden sie zu Stereotypen. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht aus dem Mad-Magazin von 1966. Das ist noch kein Comic, geht aber schon in die Richtung. Ich habe das auch noch mal größer gemacht, einen Ausschnitt davon größer gemacht. Da sieht man schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Wir haben hier also einmal Chinesen und einmal Franzosen, die den Eigenschaften zugeordnet wird und die in einer gewissen Art und Weise dargestellt werden, sodass sie zu dem Zeitpunkt 1966 von der US-amerikanischen Leserschaft schnell erkannt werden konnten. Ist das jetzt schon emotional aufgeladen? Teilweise. Also bei den Franzosen zum Beispiel, dass drei Franzosen, wovon einer eine Französin ist, eine Ehe ist, ist natürlich eine Bewertung der französischen Sexualmoral. Wenn man sich die Chinesen anguckt, wie diese dargestellt sind, könnte man natürlich als rassistische Diskriminierung auslegen. Also insofern, hier ist schon eine emotionale Komponente mit dabei. Ganz einfach kann man natürlich Nationalitäten im Superheldencomic darstellen, indem man Flaggen benutzt. Das wird auch stark gemacht. Captain America, den wir hier als zweiten von rechts sehen, ist dafür ein klares Beispiel, aber auch Union Jack oder Captain Britain oder der unbekanntere Hauptmann Deutschland, der zweite von links, oder die Raketeauslese, die wir unten rechts sehen, sind durch Nationalfarben, Nationalsymbolik kenntlich gemacht. Man erkennt, dass sie zu einer Nation gehören. Sind aber noch nicht in dieser Form national, emotional aufgeladen, es sei denn, wir haben eine so starke persönliche Abneigung oder Zuneigung zu den nationalen Symbolen, dass wir da hellhörig werden oder eine Reaktion zeigen. Bei der Raketeauslese mit dem Bundeswehrkreuz auf der Brust, da könnte man zum Beispiel schon emotionaler werden, weil es in eine militaristischere Richtung geht. Während des Zweiten Weltkriegs ist ganz massiv mit nationalen Bildern operiert worden, die Stereotyp waren, die Emotionen hervorrufen sollten, die Ablehnung hervorrufen sollten, die Hass hervorrufen sollten und die diese Wirkung auch gezeigt haben. Wir sehen eine Entmenschlichung der gegnerischen Protagonisten. Und das setzt sich nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben rechts unten das Beispiel Yellow Claw aus den 50er Jahren, und wo es ein Chinese und kein Japaner ist, setzt sich das fort. Also Dehumanisierung im Comic werden gerne in einer politischen Zielrichtung mit eingesetzt. Der Kalte Krieg übernimmt dabei Muster, die im Zweiten Weltkrieg in der Propaganda sich eingeschleift haben. Wie sieht das jetzt bei Ländern aus? Kann man Länder, Orte so emotional aufladen, dass sie die Reaktionen hervorrufen, die die Propagandabilder des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel hervorgerufen haben? Ich habe hier ein paar einfache Beispiele mitgebracht, links unten aus Veronica in Germany, wo aber interessanterweise vor allen Dingen bayerische Motive gezeigt werden, bayerische Trachten. Ich glaube, das Schloss, was bei ihr im Hintergrund rechts unten in dem Bild ist, soll Neuschwanstein sein. Und oben rechts steht, Munich ist wunderbar. Und in dem ganzen Comic ist sie tatsächlich auch nur in Bayern unterwegs. Das zeigt schon oder deutet schon an, dass in den USA Bayern ganz stark für Deutschland als Platzhalter gilt. Rechts sehen wir eine andere Methode, wie man Länder typisieren kann. Ich würde das noch nicht stereotypisieren nennen, sondern typisieren kann. Man nimmt ein bekanntes Wahrzeichen, setzt es da rein, kann es auch noch mit dem Ort darüber identifizieren, muss es aber teilweise gar nicht, weil diese Wahrzeichen eben so in der globalen kulturellen Erinnerung verankert sind, dass sie sofort den Leuten zeigen, ah ja, der Eiffelturm, das muss in Frankreich sein, ah, der Fernsehturm in Berlin muss in Berlin sein, das Kolosseum muss in Rom sein. Hier ist der Weg gegangen worden, das noch zu unterstützen mit den Benennungen oben in der Caption. Das ist ein häufiges Prinzip. Nicht immer ist das, was von einem Land gezeigt wird, von einem Ort gezeigt wird, oder verlassen sich die Kreativteams darauf, dass das bei den LeserInnen tatsächlich auch die Konnotation erzeugt, die sie haben wollen. Und das unterstützen sie dann gerne mit Ortsangaben in den sogenannten Captions.
Ich habe mir mal angeguckt, wie das mit Deutschland dann insgesamt aussieht. Deutsche Schauplätze in den Marvel- und DC-Comics. Habe das mal versucht, quantitativ auszuwerten. Und man sieht, dass es im Zweiten Weltkrieg einen Höhepunkt gibt. Dann geht es in den 50er Jahren so ein bisschen runter. In den 60er, 70ern geht es wieder ein bisschen hoch. In den 90ern ein kleiner Höhepunkt. Und dann ab den Mitte des ersten Jahrzehnts, der 2000er, kommt dann ein größerer Peak, vor allen Dingen bei Marvel. Und jetzt könnte man sich anschauen, okay, woran liegt das? Liegt das an besonders emotionalen Ereignissen, die Deutschland in den US-Produktionen irgendwie sich niederschlagen lassen? Ich gehe dabei davon aus, dass all diese Produktionen vor allen Dingen für ein US-Publikum geschrieben sind. Das weitet sich aus vom Markt. Es gibt auch ein Marktbewusstsein in den USA, aber primär sind es erstmal US-Produkte von US-Amerikanerinnen auch erzeugt. Zunehmend diversere Kreativteams, aber immer von zwei US-Verlagen. Wenn man sich allerdings anguckt, wie das mit anderen Ländern aussieht und das vergleicht, ich habe jetzt mal Großbritannien, Frankreich und Russland mit reingenommen, dann sieht man, dass diese Entwicklung, die ich für Deutschland vielleicht einzelne Ereignissen wie Wiedervereinigung, Zweiten Weltkrieg und der zunehmend starken Rolle von Deutschland in der internationalen Politik durch Stabilität in Krisenzeiten zuordnen würde, dass das bei allen anderen Ländern eigentlich genauso ist. Großbritannien, Frankreich, Russland, alle im Zweiten Weltkrieg stärker, werden dann alle als Schauplatz ab den 60er Jahren wieder stärker, haben einen Schwerpunkt in den 90ern und dann einen großen Peak Ende der 2000er. Es kann also sehr gut sein, dass das gar nichts mit individuellen emotionalen Bindungen in einzelnen Nationen zu tun hat, sondern mit generellen Trends in der Branche, mit einer generellen Internationalisierung der Stoffe in den US-Markt, mit einer generellen Globalisierung und ganz stark würde ich dazu tendieren, mit dem Siegeszug des Internets, mit der Verbreitung des Internets, sodass man tatsächlich schnell Informationen, schnell Bilder kriegen kann, Vorlagen kriegen kann, um eben dann auch andere Länder besser darstellen zu können. Warum sind andere Länder in US-Comics überhaupt Stoff? Das liegt zum Teil an den Figuren. Es liegt zum Teil daran, dass es globale Handlungen gibt, die auch zum Ausdruck gebracht werden sollen, dass diese Handlungen global sind. Also denken Sie an, die Avengers oder die Justice League, die eben nicht nur in den USA operieren, sondern weltweite Krisen bekämpfen und deshalb weltweit unterwegs sind. Es geht aber zum Teil auch damit, tatsächlich dem US-Publikum ein anderes zu bieten, also irgendwo hinzukommen und mit einem anderen zu konfrontieren, um seine eigene Identität auf die Probe zu stellen und im Idealfall wahrscheinlich dazu zu kommen, zu sagen, naja, aber das, was wir in den USA machen, ist eigentlich dann doch besser als das, was anders, wie es anderswo läuft. Unsere Werte, unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist dann doch besser. Es gibt historische Hintergründe, die es notwendig machen, Handlungsstränge in anderen Ländern anzusiedeln. Die Weltkriege sind zum Beispiel etwas, wo, wenn man nicht selber in den USA gekämpft hat, man die US-Truppen und die US-Superhelden, die im Krieg gekämpft haben, an anderen Ländern, an anderen Fronten darzustellen. Zunehmend gibt es auch internationale Figuren, die in US-Superhelden-Comics eine Rolle spielen, die ihren Hauptsitz sozusagen in den USA haben oder immer wieder in den USA sind, aber dann eben auch mal in ihre Heimatregionen zurückkehren und das wird eben auch wieder dann genutzt, um das andere zu zeigen und sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Die Fremdheit des Schauplatzes wird in der Regel herausgestellt oder wenn sie herausgestellt wird, dann unterstützt sie das sogenannte Othering, also das Aufbauen des anderen als etwas Entgegengesetzten, als etwas, von dem man sich abgrenzt. Und ein nicht ganz zu unterschätzendes Argument, das hatte ich schon eben erwähnt und tatsächlich spätestens ab 1975 mit den Giant Size X-Men, also der Wiederauflage der X-Men als internationales Team, sind auch Vertriebs- und Absatzgründe ein Argument. Tatsächlich sind die X-Men, so wie wir sie heute kennen, geschaffen worden, weil man internationale Absatzmärkte erreichen wollte. Als eine der Folgen haben wir links unten hier auf dem Cover eine deutsche Figur. Deutschland ist in den USA oder in der Welt der Marvel-Comics und auch der DC-Comics nicht so konkret bekannt eigentlich, wie wir das wahrscheinlich erwarten würden, als dann doch welthistorisch halbwegs wichtige Nation. Wenn man sich den Marvel-Atlas von 2008 anguckt, sieht man eine
nur annähernd den deutschen Grenzen entsprechende Lokalisierung Deutschlands. Man sieht aber auch, wenn man nach rechts unten auf der Karte guckt, dass zum Beispiel Südosteuropa eine wirkliche Verfügungsfläche freier Fantasie ist. Also da werden Fantasiestaaten geschaffen, die es eben nicht gibt. Das kann man in den Comics sehr gut machen und die USA oder die US-Comics machen das. Und zwar vor allen Dingen für Osteuropa, Asien, Afrika, nicht natürlich für Nordamerika und natürlich auch weniger für Westeuropa. Orte können authentisch wiedergegeben werden. Das ist auch verstärkt tatsächlich seit den 2000ern, meiner Meinung nach, seit das Internet sich durchgesetzt hat, spielt das eine Rolle, dass tatsächlich authentische Orte anhand von Fotos oder von dem, was man gefunden hat, wiedergegeben werden, um das Ganze, die Geschichte, plausibler zu verankern. Ein anderes Beispiel habe ich hier mit Winzeldorf in Bayern, in den Bayerischen Alpen. Man sieht an dem Foto darunter, dass es sich tatsächlich um eine sehr authentische Wiedergabe handelt, aber eben nicht von Winzeldorf, weil Winzeldorf ein fiktiver Ort ist, sondern von Rothenburg ob der Tauber. Das heißt, teilweise nutzen die US-Kreativteams authentische Vorlagen, aber eben nicht eventuell von den Orten, die sie darstellen, sondern einfach von irgendwas, was sie vergleichbar für was Vergleichbares halten. Eine authentische Wiedergabe hier in einem Heft von 2014, von dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess Gerichtssaal. Man sieht, dass es nicht ganz der Saal ist. Man sieht aber auch von der Struktur, wie die Personen dort sitzen, dass es doch sehr stark daran angelehnt ist. Das heißt, ein Wiedererkennungswert ist da, wenn man die Bilder kennt. Wir haben sie jetzt wahrscheinlich gerade alle in den Nachrichten gesehen, weil gerade das Jubiläum der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse war. Man sieht aber eben auch deutlich, wenn man das Foto vergleicht mit der Szene aus dem Comic, dass es nicht 1:1 übernommen worden ist. Es gibt auch eine symbolisierte Wiedergabe von Orten. Da braucht man gar nicht authentisch sein, weil sich die Elemente so stark in das kulturelle Gedächtnis der westlichen Welt oder der Welt insgesamt oder der USA eingebrannt haben, tatsächlich in dem Sinne, dass nur einzelne Elemente ausreichen, um das zu lokalisieren oder ungefähr lokalisieren zu können. Wir sehen die Schornsteine, wir sehen die Wachtürme, wir sehen Stacheldrahtzaun und wir wissen, es ist ein KZ, wir wissen, es muss in Europa sein. In dem Fall ist das eine Ravensbrück und das andere Dachau. Dazu brauchen wir dann die Ortsangaben, um es konkret zuordnen zu können. Aber worum es geht und eine emotionale Haltung dazu, haben wir ganz schnell. Das heißt, zu Orten, zu Dingen kann man schon eine emotionale Haltung aufbauen, aber weil sie eben in Verbindung stehen mit Ereignissen, mit dem, was Personen getan haben. Komme ich nun zu den einzelnen Schauplätzen, nämlich zuerst zu Berlin. Berlin ist natürlich zum einen Kriegsschauplatz. Es gibt diverse Captain America Comics, diverse Kriegscomics, diverse andere Comicserien, die in Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielen und deshalb den Handlungsschauplatz auch nach Berlin verlegen oder auch in die Nachkriegszeit von Berlin. Hier haben wir zwei Szenen, wo das zerstörte Berlin gezeigt wird, einmal von 2008 und einmal von 2005. Es gibt natürlich auch diverse Szenen, wo das Nazi-Berlin gezeigt wird, das erspare ich uns jetzt mal heute. Es gibt aber auch mittlerweile das moderne Berlin, was gerne durch Sehenswürdigkeiten repräsentiert wird. Einmal hier bei den Ultimate Avengers von 2010, das Brandenburger Tor, und einmal bei Batman Europe im ersten Heft, was sich nämlich dezidiert mit Berlin beschäftigt, das Brandenburger Tor, richtig gloriös. In Batman Europe wird Berlin tatsächlich relativ authentisch wiedergegeben, mit authentischen Schauplätzen, Checkpoint Charlie, Reichstag, die Siegessäule. Es wird sogar auf die Geschichte von Berlin eingegangen. Also hier findet eine dem Titel des Heftes angemessene Beschäftigung mit der Stadt statt. Das ist nicht immer so. Häufig werden auch nur einzelne Elemente genommen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele für die Darstellung der Berliner Mauer genommen. Während in dem ersten Beispiel von 1964 die Mauer noch sehr abstrakt da ist, wir in dem linken Panel von 1964 das Straßenschild Wilhelmstraße sehen können. Das heißt, hier 1964 ist die Wilhelmstraße noch ein Begriff für die Nazi-Regierung. Das heißt, damit kann man noch hantieren. Das wird später, ist dieses Wissen wahrscheinlich nicht mehr so präsent. In dem rechten Beispiel aus Marvel Comic Presents
sieht man ein Berlin 1989, wo jenseits der Mauer diverse Hochhäuser sind, die bis an die Mauer ranreichen. Das ist natürlich kein authentisches Berlin. Nun muss man dazu sagen, dass die Szene in einer Parallelwelt stattfindet, aber diese Parallelwelt, sagen die Protagonisten, sei ihre eigene Welt so ähnlich, dass es ihnen zuerst gar nicht aufgefallen ist. Und die Hauptwelt dieser Protagonisten ist unsere Welt. Insofern sieht man, dass die Vorstellung von Berlin in den USA dann doch sehr angepasst wird der eigenen Vorstellung von Großstadt. Und eigene US-Großstädte haben eben Hochhäuser im Zentrum und daher diese Darstellung. In dem Maverick-Comic ist die Mauer dann, ist die Wiedervereinigung etwas her, die Mauer halbwegs authentisch dargestellt. Maverick ist auch ein deutscher Superheld tatsächlich. Da macht das in dem Fall einigermaßen Sinn. Es gibt einen Spider-Man-Comic, Spider-Man vs. Wolverine-Comic, der sich mit Ost-Berlin stärker beschäftigt, wo auch die Mauer eine Rolle spielt. Auch da ist die Darstellung nicht authentisch. Es reicht, die Mauer zu zeigen, es reicht, den Stacheldraht zu zeigen, um Berlin und Mauer klar zu machen. Es werden weitere Schauplätze in Berlin gezeigt, die auch alle nicht wiederzuerkennen sind. Potsdamer Platz zum Beispiel, der Kurfürstendamm, oder das Restaurant Ganymed, wo interessant ist, dass das Wissen tatsächlich da war bei dem Autor, dass es das Restaurant Ganymed in Ost-Berlin gab und dass es ein Treffpunkt von der Ost-Berliner Schickeria, soweit man das dann sagen kann, oder Intelligenzia war. Das hat er recherchiert, aber er hatte eben keine vernünftige Darstellung von dem Restaurant und hat auch keine Vorstellung davon, wie eigentlich ein solches Restaurant zu DDR-Zeiten war. Denn er sagt, dinner was expensive, it's hard to enjoy a meal that costs more than your rent. Was für einen Amerikaner, der zu der Zeit in Ost-Berlin war, eigentlich keine realistische Aussage wäre. Darüber hat sich der Autor, das Kreativteam, aber anscheinend keine Gedanken gemacht. Insofern, Orte können dargestellt werden, die existieren, ohne dass sie authentisch dargestellt werden, ohne dass eine wirkliche tiefere Auseinandersetzung mit den Plätzen stattgefunden hat. Eine emotionale Bindung passiert hier auch nicht. Hier wird in der ganzen Ostberliner Szene wird eigentlich kein wirklicher Unterschied zu Westberlin deutlich, außer dass es da von Agenten nur so wimmelt. In jüngeren Heften findet Berlin dann häufiger, ist es Schauplatz, weil es eine coole Stadt ist, weil es eine moderne Stadt ist. Bei X-Men World Tour muss natürlich eine Station auch in Berlin passieren. Auch Red Robin kommt mal nach Berlin, da sieht man dann ein Panorama. Ob das Panorama mit dem Fernsehturm und Wasser so in der Nähe überhaupt irgendwo möglich ist, weiß ich nicht genau. Zeigt aber eben, dass Berlin gerne mal als Station genommen wird, um Internationalität darzustellen. Und dass der Fernsehturm ein derartiges Markierungselement ist. Kommen wir zu den Bayerischen Alpen. Die Bayerischen Alpen tauchen schon vor dem Beispiel auf, was ich hier zeige, von 1975, aber das ist eines der Beispiele, was dafür sorgt, dass die Bayerischen Alpen bis heute immer wieder vorkommen, nämlich sie sind der Herkunftsort des Superhelden Nightcrawler Kurt Wagner, der in Winzeldorf aus Winzeldorf stammt. Und dann in der Folge, wie das größere Beispiel rechts zeigt, immer wieder nach Winzeldorf zurückkommt. Winzeldorf wird als bayerisches Dorf, wir hatten vorhin das Bild schon gesehen, was auf Rothenburg ob der Tauber basierte, wird als bayerisches Dorf mit Fachwerk in den Bergen dargestellt. Die Menschen werden als hinterwäldlerisch und nicht aufgeklärt oder häufig als hinterwäldlerisch und nicht aufgeklärt dargestellt. Das ist generell ein Topos, der sich bei den Bayerischen Alpen immer wieder findet. Die Bayerischen Alpen ziehen sich durch alle Hefte, die stärker auf Nightcrawler eingehen, durch. Also er kehrt regelmäßig nach Winzeldorf in irgendeiner Funktion wieder zurück. Und es ist immer diese Beschreibung irgendwo nördliche Alpen in Bayern. Nicht nur bei Nightcrawler und den X-Men tauchen die Bayerischen Alpen auf. Auch bei Swamp Thing tauchen die Bayerischen Alpen auf, hier beim Landeanflug auf München. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Landeanflug auf München nicht direkt an den Bayerischen Alpen ist. Aber diese Nähe München, Bayerische Alpen und der Deutsche in dem Flugzeug trinkt natürlich ein Bier aus einem Bierkrug. Das muss gemacht werden. Das ist anscheinend in der kulturellen Erinnerung der USA stark vertreten. Rechts oben haben wir noch ein anderes Beispiel aus dem X-Men-Heft, da habe ich jetzt gerade die Quelle gar nicht angegeben.
das tatsächlich mit den Frankensteins zu tun hat, ein anderes Element, wo Bayern häufig vorkommt, meistens aber Ingolstadt. Dann ein Heft von Strange Tales 118 mit Dr. Strange, das auch in den Bayerischen Alpen stattfindet, wo es auch um die abergläubischen, hinterwäldlerischen Dorfbevölkerung, Landbevölkerung, Bergbevölkerung geht. Also das ist der Topos für die Bayerischen Alpen. Das ist, entweder ist es ein schöner, idyllischer, ist eine schöne idyllische Region mit Schnee, wo man irgendwie wo man sich entspannen kann, wie bei den Nightcrawler-Szenen, oder es ist eben hinterwäldlerisch und die Menschen sind nicht aufgeklärt. Interessanterweise, und das ist jetzt ein kleiner Exkurs, ist auch das Land Latveria, das ist das Königreich, das von Viktor von Doom, dem Gegner der Fantastic Four, beherrscht wird, befindet sich oder ist sehr deutsch angelehnt. Man sieht auf dem oberen Panel, dass die Häuser mit Fachwerkstil gebaut sind und dass der Schutzmann mit "Good day to you, Herr Doktor" grüßt. Also Deutsch ist tatsächlich eine der offiziellen Sprachen in Latveria. Und wenn man das Heft Fantastic Four Annual 2 von 1964 liest, ist Latveria in the heart of the Bavarian Alps, also tatsächlich irgendwo in den Bayerischen Alpen verortet. Man sieht hier später ein Bild aus Avengers World von 2015, das auch ganz gut passt mit Burg, Fachwerkhäusern, Berge. Das könnten also sehr gut die Bayerischen Alpen sein nach US-Vorstellung. Und 1964 waren es auch offiziell die Bayerischen Alpen. Das hat sich aber geändert, denn wenn man sich den Marvel-Atlas anguckt, sind die Bayerischen Alpen eigentlich da, wo der Pfeil links hinzeigt. Latveria ist aber da, wo der Pfeil rechts hinzeigt. Das heißt, Latveria ist gewandert von den Bayerischen Alpen nach Südosteuropa. Ich hatte ja schon gesagt, Verfügungsraum für die US-Fantasien, da kann man alles mitmachen. Mittlerweile ist es an Ungarn rangewandert und liegt zwischen Ungarn und dem fiktiven Staat Transsilvanien und neben dem fiktiven Staat Simkaria. Vor einer Woche ungefähr ist ein Comic erschienen, der tatsächlich mal in einem Comic eine Karte gezeichnet hat, wo die 5 die Lokalität von Latveria lokalisiert. Das heißt, wenn man das ungefähr zuordnet, ist das wirklich nicht mehr in den Bayerischen Alpen, sondern wirklich irgendwo bei Ungarn. Aber so ganz genau ist es noch nicht. Es wird bei Screen Rant als Hinweis dafür gesehen, dass Latveria bald im Marvel Cinematic Universe auftauchen wird. Kommen wir zum Schwarzwald. Der Schwarzwald ist im Gegensatz zu den Bayerischen Alpen sehr stark im Kontext von Märchen, Horror, Düsterkeit und ja, Winter, Dunkelheit zu sehen. Während die Bayerischen Alpen schön sind, man kann sich da entspannen, aber die Menschen sind ein bisschen hinterwäldlerisch, ist der Schwarzwald gefährlich. Im Schwarzwald wimmelt es von Wölfen und Werwölfen. Der Schwarzwald findet vor allen Dingen in Heftserien Verwendung, die sich mit Märchen, Horror, Magie und solchen Okkulten und solchen Dingen beschäftigen. So zum Beispiel hier bei The Sword of Solomon Kane, wo es um einen Werwolf geht. Oder hier in zwei Swamp-Thing-Heften von 1994 und 2004, wo tatsächlich auch das gleiche Haus verwendet wird, also wo der serielle Kontext der Hefte wieder deutlich wird, dass man Story-Elemente von früher mal wieder aufnehmen kann. In dem Haus befindet sich der Zauberer Sargon und der Bezug zu den Brüdern Grimm wird hier explizit hergestellt. Der wird auch in der Constantine-Geschichte von 2014 hergestellt. Auch Constantine irrt durch den Schwarzwald. Auch er trifft auf einen Werwolf-Zauberer in irgendeiner Form. Und auch er stellt die Beziehung zu den Brüdern Grimm her. Bei War of the Realms War Scrolls taucht der Schwarzwald auch auf. Hier sind es die nordischen Götter und die nordischen Schurkenwesen, also Dämonen, Elfen, Schwarzalben, die sich dann im Schwarzwald treffen und auf die Gegner warten. Aber auch hier sozusagen ein mythisches Element mit dabei. Der Schwarzwald also ganz klar als mythisch, okkult, düster Horror. Außer bei The Mighty Captain Marvel. Bei The Mighty Captain Marvel, übrigens ein Beispiel, was ich durch den Comicforscher Stefan Packard gefunden habe, bei The Mighty Captain Marvel ist der Schwarzwald Schauplatz für die Flüchtlingskrise. Man sieht, das Heft ist von 2017. Captain Marvel fliegt aus den USA an Big Ben vorbei, am Eiffelturm vorbei und dann irgendwo nach Osteuropa. Allerdings hat man auf, ich glaube, 2 Seiten vorher gesehen, dass das Refugee Camp in Osteuropa, wo sie hinfliegt, im Black Forest ist. Das heißt, der Black Forest, der Schwarzwald, ist für diese US-Kreativen
irgendwo in Osteuropa. Und wenn man sich die Darstellung dieses Flüchtlingslagers anguckt, erinnert es überhaupt nicht an Flüchtlingseinrichtungen, wie sie in Deutschland wären, sondern es erinnert sehr stark an die Flüchtlingseinrichtungen, wie wir sie aus Syrien oder der Türkei oder dem Libanon oder Griechenland kennen. Das heißt, hier werden auch einfach nur wieder Versatzstücke der US-Erinnerungskultur genommen, zusammengeklatscht und den US-Leserinnen angeboten, weil sie es auch nicht genauer wissen, weil sie es auch nicht brauchen. Sie brauchen nur hören Schwarzwald, das kennen sie irgendwo. Deutschland ist für sie anscheinend irgendwo auch Teil Osteuropas. Latveria ist ja auch ursprünglich mal in Deutschland gewesen und dann weiter nach Osteuropa gewandert. Also diese Verbindung ist anscheinend da. Geografische Verwirrung, um langsam zum Schluss zu kommen, geografische Verwirrung ist häufig in den US-Comics. Wir haben Beispiele wie hier diesen Auszug aus The Unexpected, wo der Schwarzwald nach Bayern gelegt wird. Wir haben ein Beispiel, wo München mit einer Brücke gezeigt wird, die eher an die Brooklyn Bridge erinnert. Wir haben Beispiele wie links unten, wo Pässe von den Bayerischen Alpen in die Schweiz führen sollen. Wer sich die Karte anguckt, findet wahrscheinlich keinen einzigen Pass, der von den Bayerischen Alpen in die Schweiz führen würde. Wir haben das Beispiel von X-Men 9 von 1965, wo sie auch natürlich in Bayern, in einem bayerischen, schönen bayerischen Ort sind, wo aber unter ihnen, das würde man ein paar Panels später sehen, in den Karpaten der Professor X sein soll. Das heißt, die Karpaten würden irgendwo direkt in unmittelbarer Nähe zu einem bayerischen Dorf gesetzt. Und wir haben dieses schöne Beispiel aus dem Schwarzwald von Solomon Kane, wo ein Protagonist sich im Schwarzwald verirrt hat und entweder nach Albstadt oder nach Berlin, Hauptsache weg aus diesen hessischen Wäldern, möchte. Also auch hier werden einfach wilde Versatzstücke zusammengeschmissen, die man über Deutschland kennt. Man kennt irgendwie aus Heften oder aus Geschichten, dass es die hessischen Soldaten und hessischen Wälder gibt. Die Brüder Grimm haben ja auch stark in Hessen gesammelt. Man kennt Berlin, man kennt den Schwarzwald und muss also alles nah beieinander sein. Letzten Endes kann das zu sowas führen wie diesem Heft hier, Justice League Europe 7 von 1989, wo in einem osteuropäischen Dorf mit Fachwerkhäusern eine Mauer steht, wo man sehr schnell daran denken könnte, dass hier auf den Mauerfall angespielt wird. Ich habe extra nach dem Verkaufsdatum geguckt, es ist am 7.9.1989 in den Verkauf gekommen, muss also ein Tick vorher produziert worden sein, das heißt, der Mauerfall wird hier nicht vorweggenommen. Wenn man aber jetzt gehört hat, dass Osteuropa gleich Deutschland sein kann, Fachwerk ein Indikator dafür ist und die Mauer sieht, dann kommen diese Assoziationen relativ schnell. Ja, was zeigt uns das? Also, Comics vereinfachen definitiv aus Platzgründen, aus ökonomischen Gründen, also zeitökonomischen Gründen auch, weil eine emotionale Bindung geschaffen werden soll, also auch tatsächlich intendiert, oder aus Propagandagründen. Wenn man sich die Darstellung Deutschlands anguckt, dann ist Süddeutschland in den US-Comics für lange Zeit sehr dominant. Das liegt wahrscheinlich an der Besatzungszeit, dass mehr Informationen über die süddeutschen Regionen in den USA vorhanden waren. Man müsste sich auch mal angucken, woher die meisten Auswanderer aus den USA in die USA kamen, ob die aus diesen Regionen kommen, ob das deshalb irgendwie so populär ist. Das Oktoberfest ist sicherlich als ein Anziehungspunkt für amerikanische Touristen. Also das können Momente sein. Trotzdem dominiert in der Darstellung Deutschlands Wald, Berge, Burgen, Fachwerkhäuser, Konzentrationslager und bis zu einem gewissen Grad die Stadt Berlin als Hochhausmetropole. Es gibt mehrere Beispiele dafür. Teilweise tauchen diese Beispiele immer wieder auf, weil die Figuren weiterhin da sind und immer wieder zurückkommen und man deshalb diese Orte immer wieder aufruft, sonst wären sie vielleicht schon lange weg. Andere Orte werden verlegt, haben wir gesehen, weil sie nicht mehr in den zeithistorischen Kontext dahin passen. Latveria war 1964 oder 1965 super in den Bayerischen Alpen, weil da konnte man ein bisschen Deutschland ranklatschen, da konnte man ein bisschen Osteuropa mit unterbringen. Das war eine allgemeine Gemengelage. Mittlerweile macht er sich in Osteuropa viel besser, weil das die gefährlichere, unüberschaubare Situation ist, weil dort mehr Kleinstaaten sind, die man nicht kennt, die man nicht erfassen kann, die nicht stabil sind. Da passt er also besser hin. Es gibt natürlich auch Konjunkturen von Themen. Wir haben gesehen, dass die US-Comics eine sehr nebulöse Vorstellung haben davon, wie Europa aufgebaut ist, wie Deutschland eigentlich ist, was in Deutschland eigentlich passiert, wie Deutschland eigentlich aussieht. Das ist mit dem Internet zum Teil besser geworden. Sie haben Zugriff auf authentische Bilder, die verwenden sie auch zum Teil. Ob sie da bei ihren LeserInnen aus den USA zumindest tatsächlich Wiedererkennungswert erzeugen, ist fragwürdig.
Tatsächlich zieht aber ziehen die Comics auch immer stärker auf einen internationalen Markt. Solche Dinge wie Berlin, München sind international mittlerweile einigermaßen bekannt, auch Städte wie Hamburg. Das Beispiel hier soll übrigens Cottbus sein, was ich hier dargestellt habe. Also in Cottbus ein Fachwerkhaus und ein Mann in Lederhose. Auch nicht unbedingt passend, zeigt aber nochmal ganz deutlich, dass diese bayerischen Elemente oder vermeintlich bayerischen Elemente ganz stark für ganz Deutschland gewertet werden. Gewisse Orte wie der Schwarzwald scheinen und auch Berlin scheinen historisch-kulturell aufgeladen zu sein, können teilweise ihre Bedeutung wechseln. Also Berlin ist wandelbar, kann der Kriegsschauplatz, die Nazi-Metropole sein, kann aber auch eine moderne Metropole sein, kann interessant sein, kann weltoffen sein. Der Schwarzwald ist immer noch der magisch düstere Ort. Wir haben gesehen, die Beispiele kommen aus verschiedenen Zeiten. Das zieht sich so durch und der Bezug zu den Brüdern Grimm scheint dort durchaus stärker zu sein. Generell würde ich sagen, dass Landschaften, Länder, Orte mehr Marker benötigen. Die wenigsten Orte, wenn man den Schwarzwald nimmt, reicht es nicht, einfach Wald zu zeigen und die Leute wissen, das ist der Schwarzwald, der ist in Deutschland, der ist böse, sondern man zeigt Wald, gerne auch mit Schnee, schreibt Black Forest drüber und dann fangen die Assoziationen an. Das heißt, man muss mit verschiedenen Markern diese kulturellen Assoziationen erwecken, um dann eine emotionale Regung zu erzeugen. Nur die Landschaft alleine macht es nicht. Man braucht den kulturellen Background dazu und meistens wird es zurückgebunden an die kulturellen Gruppen, die dort leben, an die Nationalitäten, die dort leben, also an die Menschen. Die Landschaft an und für sich ist im Regelfall nicht stereotypisierbar, sondern das funktioniert nur über die Geschichte, die Menschen, die damit in Verbindung stehen. Ja, dann möchte ich enden mit einem Bild, was auch aus dem X-Men-Comic ist, von 2002, der tatsächlich einen deutschen Titel hat, nämlich Gläubiger, Heiler, Gefallener und das Ende. Das heißt, man sieht hier, wie diese Figur Nightcrawler tatsächlich so stark im Vordergrund dieses Heftes stand, dass man sich dafür entschieden hat, die US-Ausgabe mit deutschen Begriffen zu spicken und eben auch nicht The End zu schreiben, sondern das Ende zu schreiben. Man sieht also, dass tatsächlich so eine einzelne Figur sehr viel Einfluss haben kann darauf, wie eine Landschaft dargestellt wird, dass diese Landschaft immer wieder vorkommt und dass sie sich so auch eingräbt auf diese Art und Weise. Vielen Dank. Ich möchte nochmal dazu einladen, bei uns beim Comic-Kolloquium reinzuschauen. Das habe ich die Webseite dazu geschrieben und Fragen nehme ich gerne an. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal. Und es gibt eine erste, leicht wahrscheinlich ironische Frage, und zwar, wenn die bayerischen Alpen Latveria sind, wer ist dann Dr. Doom? Horst Seehofer oder eher Herr Söder? Ja, Dr. Doom ist natürlich, also von den beiden schwer zu sagen, aber Dr. Doom hat natürlich was Faustisches und ist das Urbild oder nimmt das urdeutschen Stoff der Verbindung von Wissenschaft und Magie wieder auf. Auch da also ganz klar deutsche Charakterzüge. Also ich meine, er heißt auch Viktor von Doom, Dr. Viktor von Doom. Das ist kein osteuropäischer Name. Er selber soll ja Roma oder Sinti sein, aber der Name bleibt trotzdem ein ganz klar deutsch identifizierbarer. Und in all seinen Charakteranlagen ist er sehr stark auf das deutsche Bild im US-Comic der 60er Jahre tatsächlich immer noch verhaftet. Die zweite Frage wäre so ein bisschen, hast du auch ein bisschen vergleichend mit anderen Kulturräumen geguckt, wie andere nicht-amerikanische Kulturräume da so ein bisschen dargestellt werden, um zu vergleichen, ob die das da anders machen? Also ich denke mir, dass vielleicht irgendwelche asiatischen Länder oder Staaten aus Afrika vielleicht teilweise ähnlich, aber vielleicht auch nicht ähnlich dargestellt werden. Hast du da irgendwelche Vergleichswerte? Ich habe es ein bisschen geguckt, also bei der Quantifizierung habe ich natürlich geschaut, wie werden eigentlich andere Länder dargestellt. Sehr interessant fand ich, dass Frankreich zum Beispiel sehr häufig Schauplatz ist, dabei fast identisch Frankreich und Paris. Also das heißt, dieser Sehnsuchtsort Paris spielt eine ganz große Rolle. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie viele französische Charaktere gibt es aber eigentlich in den US-Comics, ist das eine verschwindend geringe Anzahl und vor allen Dingen keine wichtige. Also der wichtigste französische Charakter ist, glaube ich, Batroc the Leaper, ein Gegner von Captain America. Und ich meine, das ist schon, das war in einem Film vorgekommen, da haben sie ihn zum Algerier gemacht. Aber das ist schon keine zentrale Figur. Die afrikanischen Länder werden nochmal ganz anders behandelt. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema. Ich finde auch Wakanda ist ein sehr spannendes Thema, weil es ja sogar der Film auch so gehypt worden ist wegen der Repräsentanz, was ich verstehen kann. Aber eigentlich ist aus meiner Sicht Wakanda ein höchst kritisches Element in der Marvel-Welt. Also weil es die Utopie eines afrikanischen Überstaates, den es
de facto nicht gibt, davon ablenkt, dass alle anderen Staaten als korrupte Failed States dargestellt werden, anstatt diese Staaten auch mal zu untersuchen, wie funktionieren die eigentlich, wie leben die Leute da eigentlich, sind die eigentlich glücklich, sind die nicht glücklich, etc. Sondern es wird immer der Fokus auf diesen utopischen Staat Wakanda, den es halt nicht gibt, der mit nichts zu vergleichen ist, irgendwie gemacht, und der trotzdem immer noch exotisierend dargestellt wird. Also das finde ich, ja, Repräsentanz von Afrikanern und Afrikanerinnen super, aber in der Form finde ich es immer noch kritisch. Okay, vielen Dank dafür. Danke für den interessanten Beitrag. Und ja, geht zum Comic Colloquium virtuell oder vielleicht auch irgendwann wieder in Persona. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Lesung Küsse für Jet von und mit Joris Baas-Bakker. Bis gleich.